Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute nochmal ein Video aufgenommen, um zu zeigen, wie die Tests bei uns ablaufen, wie die Testdurchführung stattfindet, damit ihr bei den Testen der Klienten, der Bewohner Bescheid wisst, wie das Ganze funktioniert. Das Wichtigste zu Beginn ist die persönliche Schutzausrüstung. Hierzu zählt ein Schutzanzug, bestenfalls mit Haube, Handschuhe, sowie am besten ein zweites Paar Handschuhe und eine FFP2-Gesichtsmaske. Hinzu kommt ein Visier. Das Ganze ist die Schutzausrüstung, welche wichtig ist für den Test. Insbesondere die Vorbereitung ist sehr wichtig, und zwar Händedesinfektion, Abwurfbehälter, Desinfektionstücher, sowie Handschuhe in ausreichender Form und natürlich auch in der richtigen Größe, damit die passen. Dann haben wir quasi die Abstrichutensilien, und zwar ein Abstrichstäbchen für den Nasenabstrich, das Testkit, in dem dann der Abstrich aufgebracht wird. Es gibt dann quasi noch ein Röhrchen, in dem der Abstrich vermischt wird, ein Tropfdeckel und entsprechend die Lösung, die Pufferlösung sozusagen. Die Pufferlösung wird in das Röhrchen eingebracht. Hierzu sind 10 Tropfen notwendig. Das Ganze zählt alles noch zur Vorbereitung. Wichtig sind natürlich auch ein Block Schreibzeug. Sobald der Proband da ist, für den Abstrich ist es wichtig, dass man mit dem natürlich auch spricht. Wir haben hier das Abstrichröhrchen, das lässt sich natürlich ganz normal aus der Verpackung nehmen, im Endeffekt, dass man die Verpackung, die Folie von der Papierverpackung löst, das Abstrichröhrchen bzw. das Abstrichstäbchen entnimmt und dann in beide Nasenlöcher bis zur Markierung am Stäbchen, ich sage jetzt mal, eindringt und hier durch leichtes Drehen entsprechend Sekret aufnimmt, um hier eine Virenlast nachweisen zu können. Das Abstrichstäbchen kommt quasi in diese 10 Tropfen Pufferlösung, wird es eingetaucht und wird rund 5 bis 6 Mal gedreht. Den Probanden, den haben wir entsprechend schon mal weitergeschickt. Ich habe es immer so gehalten, wenn der Test negativ ist, melden wir uns nicht. Wenn der Test positiv ist, melden wir uns. Während das Teststäbchen eine Minute in der Pufferlösung verbringen muss, können wir bereits das Testkit auspacken und können dieses dann entsprechend schon mal vorbereiten. Nach dieser Minute nehmen wir quasi das Abstrichröhrchen samt dem Proberöhrchen. Wir drücken das zusammen, wir versuchen quasi das Abstrichstäbchen hier auszudehnen, dass wir quasi hier das ganze Sekret in unsere Pufferlösung haben, bringen dann den Tropfenkopf auf und nehmen dann quasi 4 Tropfen der Pufferlösung inklusive des Abstrichs Materials und bringen 4 Tropfen aufs Testkit auf. Genau. Danach dauert es ca. 15 bis 20 Minuten, bis der Test fertig ist. Wenn der Streifen auf dem Testkit bei C aufleuchtet, dann bedeutet das ist der Kontrollstreifen, der Test war grundsätzlich erfolgreich. Wenn bei dem T kein Streifen aufleuchtet, dann ist der Test nach 20 Minuten negativ zu werten. Sollte der Test positiv zu werten sein, würde beim T ebenfalls ein Streifen auftauchen. Wichtig ist natürlich, dass man schaut, der Streifen kann auch etwas dünner sein, etwas heller sein und nicht so ausgeprägt sein wie dieser Streifen bei C. Aber dann weiß man im Endeffekt, ist der Test positiv zu werten. Im Anschluss sind die Ergebnisse natürlich mit dem Namen und der Verbindung des Probanden einzutragen.